Und da wir natürlich die Flügelzange noch nicht verwenden können, haben wir jeweils nur ein bisschen Staub eingesackt. Die hätte ich jetzt eigentlich auch liegen lassen. Ach, egal. So unglaublich wertvoll sind die Flügel auch wieder nicht. Warten wir erstmal unser ganzes Zeug hier. Wo wir doch schon direkt neben dem Feuer stehen. So, mal schauen, was es hier auf dieser kleinen, jetzt neu verteidigten, neu eroberten Landinsel so alles gibt. Zum Beispiel eine einfache Truhe. Oh, ja. Bruchstück eines Schwerts. Die Schwertbruchstücke bräuchte ich, um zum Don zu kommen. Aber da war das ja sowieso nicht machen, kann ich es ja auch spoilern. Lalala, und eine Wichtelkappe. Und eine einfache Truhe. Also hier, nutzloses Amulett, damit könnte man noch nicht mal eine Frau beeindrucken. Und Gold. Na, mit dem Gold könnte man die Frau wohl eher beeindrucken, als mit diesem wertlosen Amulett. Mit den 11 Goldstücken. Hier ist was vergraben. Und schon wieder ein Schatz. Hier geht's ja echt Schlag auf Schlag. Und kratz, kratz. Kratz, kratz, kratz. Und zerr, zerr. Und tada! Ah, Ring des Axtkämpfers. Spitze. Bräuchten wir ja eigentlich überhaupt nicht. Ach du Scheiße, eine Sumpfleiche. Nee, das lasse ich lieber. Die Viecher sind mir noch viel zu stark. Ah, nein, bleib mir fern, bleib mir fern. Weg von mir. Gott sei Dank, sie greift nicht an. Also die Viecher sind wirklich happig. Denen sollte man nicht zu nahe kommen. So, die ekligen Biester sind tot. Ricardo. Wo ist er denn? Ach, da hin. Mal wieder komplett außen rum gelaufen, aber ihr habt ja Zeit, ihr könnt mir ja zugucken. Die ekligen Insekten im Sumpf sind erledigt. Gut, hier ist dein Gold. Ja, so mag ich das. Kurz und schmerzlos. Was? Schon gut. Kannst du mich denn trainieren? Kannst du mich trainieren? Ah, weiß nicht. Gegen Gold? Meinetwegen, aber ich spiele nicht das Kindermädchen für dich. Ich zeige dir, wie du mit der Armbrust schießt. Mehr nicht. Ja, das ist irgendwie nutzlos. Ich fordere dich zum Kampf in der Arena heraus. Pau's Maul? Warum nicht? Komm mit. Also. Ja, spitzen eine Armbrust, aber ein Stock. Einen kaputten, dreckigen Stock. Und das nennt sich Kämpfer. Ich komme ja schon. Na, dann zeig mal, was du kannst. Oh. Hä? Der hatte doch gerade einen Stock. Was? Bin ich. Bin ich bekloppt? Tot ist er jetzt nicht. Also so wie ein Gothic, der fühlt sich sein Leben langsam wieder auf. Was hat er hier? Eine Armbrust. Ich nehme einfach mal alles mit. Eine Armbrust, die 100 Gold wert ist. Das heißt, beim Händler kriegen wir vielleicht 5 dafür. Ach stimmt, gerade noch kurz mit ihm reden. Du hast mir fast alle Knochen gebrochen. Oh. Stell dich nicht so an. Ich war eben besser. Oh, Bobo. Mistkerl. So. Mein Gott. Was stellt er sich so an? Muss ich meiner Spielfigur echt recht geben. Ich habe ihm doch nur ein bisschen aufs Maul gegeben. Er hat es doch nicht anders gewollt. Also, Crack. Ricardo war nicht schwer zu besiegen, oder? Hier ist dein Gewinn. Boah, es ist mich immer runtermachen. Es nervt mich. Du bist doch auch Kämpfer. Kämpf mit mir in der Arena. Ach, Junge, ich hatte befürchtet, dass das kommt. Hast du dir das auch gut überlegt? Nee, ich will jetzt noch nicht mit ihm kämpfen. Ich will das eigentlich der Reihe nach machen, damit man sieht, wie das langsam zunimmt. Jetzt kann ich mir erstmal hier das jagen. Er ist ein Mistkerl. Ja, man möchte ihm am liebsten den Hals umdrehen.
Wenn er nicht diese schwere Rüstung tragen würde und hier so eine große Nummer wäre. Siehst du? Und deswegen säge ich sein Holz. Ah, ja, ja. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Ja, Tiere ausweiden. Erstmal. Zeige mir, wie man Tiere ausweidet. Du schlitzt die Beute vom Kopf her bis nach hinten auf. Dann kannst du das Fell mit einem Ruck vom Körper ziehen. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du Tieren auch ihre Hörner oder Zähne rausschneiden. Das Werkzeug kannst du bei vielen Jägern kaufen. Nichts, was ich nicht schon gewusst hätte. Aber gut. Wie viel Gold haben wir jetzt noch? 61. Ich bin versucht, den Ring des Axtkämpfers zu verkaufen, da ich sowieso nicht mit der Axt kämpfen werde. Du bist hier der Schmied? Ich bin nicht nur ein einfacher Schmied, Jungchen. Ich bin der Beste und ein guter Goldschmied noch obendrein. Huiuiui. Wenn du bei mir lernen willst, muss ich dich enttäuschen. Ich hatte seit Jahren schon keinen Lehrling mehr. Also frag mich erst gar nicht, klar? Ja, ja, passt schon. Ich brauch dich sowieso nicht. Sehe ich etwa wie ein Lehrling aus? Hab nicht so eine große Schnauze, Jungchen. Sonst wirst du mich mal kennenlernen. Ah, sind also nett. Sag, was du von mir willst. Ansonsten verschwinde wieder. Ich brauche Waffen. Ich brauche Waffen. Das sagen alle. Aber kannst du dir das auch leisten? Noch nicht. Wenn ja, ich will lieber gar nicht wissen, woher du das Gold hast. Von deiner Mutter. Zeig mir deine Ware. Also, rustiges Schwert verkaufen. Ja, 20 Gold. Gold wert 100, aber Verkaufswert 20. Schrecklich sowas. Das Amulett brauchen wir noch. Den Ring verkaufe ich jetzt einfach für 40 Gold, mein Gott. Was soll's? Flügelstaub können wir verkaufen. Die Nautilus-Schalen können wir verkaufen. Die Perle behalte ich mal noch. Jo, 125 Gold. Was hat denn der? Bastard-Shirt kann ich nicht tragen. Zweihänder kann ich auch nicht tragen. Kann ich auch nicht tragen. Kann ich auch nicht tragen. Auch nicht. Hab ich. Ja, eigentlich überhaupt nichts, was mir irgendwie was bringen würde. Außer vielleicht den Dietrichen. Aber die behalte ich lieber mal. Also behalte ich lieber meine. Jo, und Schmieden, das brauchen wir es eigentlich auch noch nicht lernen. Deshalb lasse ich mal das mit dem. Nur 186 Gold sind wir ja wieder flüssig. Dann machen wir einfach doch mal, hier ist mal schnell speichern, und dann machen wir doch einfach mal bei den Kämpfen weiter. Wo ist denn Craig jetzt hin? Craig! Ah, da. Nee, das ist er nicht. Scheiße, ah, da steht er. Ich will spielen. Ich will spielen. Lorenzo. Ich werde Lorenzo in der Arena besiegen. Abgemacht. Da bin ich ja mal gespannt. Viel Glück. So, dann würde ich sagen, wir kämpfen jetzt noch gegen Lorenzo. Und dann vielleicht noch gegen ihn. Ich hatte befürchtet, dass du mich anquatscht. Was willst du überhaupt hier? Hier gibt's nichts zu holen für so einen wie dich. Für so einen wie dich? Du bist Kämpfer, oder? Nein, ich trage meine Kampfrüstung nur zum Spaß. Natürlich bin ich Kämpfer. Was ist das für eine bescheuerte Frage? Ich würde dir gerne in der Arena was auf die Rübe geben. Ein Schaukämpfchen? Na schön, warum nicht? Gleich wirst du Staub fressen. Komm mit. Boah, das große Maul geht mir jetzt schon auf den Sack. Aber auch mit einem rostigen Schwert kämpfen. Oh, was ist das für ein Haufen? Keine richtigen Kämpfer, mein Gott. Tralalalalala. Dann geh mal vor, Jungchen. Na dann mal los. Ach Mann, ich konnte ihn ja gar nicht im Laufen angreifen. Na los, greif an. Aua! Heieiei! Da fehlen mir die Worte. Hei. Aua! Sag mal! Tickt's nicht mehr richtig? Also ich muss jetzt so langsam einen Trank einschmeißen. Es sei denn, ich schaffe das noch hier, den ohne irgendwelche anderen Treffer seinerseits zu besiegen.
echt konzentrieren. Ich hoffe, ich habe vorher gespeichert, aber ich denke mal, das geht es. Und Level up. Aber das war jetzt wirklich hart erkämpft. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt einfach mal einen Heiltrank. So, und den Rest füllen wir auf mit, keine Ahnung, jetzt haben wir noch eine Heilpflanze, nochmal eine, dann passt das. Oh, da ist noch ein Kraut. Habe ich ja komplett übersehen. In Gothic hieß es Sumpfkraut, hier heißt es nur Kraut. Naja. Na, wer ist der bessere Kämpfer von uns beiden? Hab ich habe so eine knapp. Große Schnauze, bin nur ausgerutscht. Das ist alles. Ja, ja. Ist recht, ist recht. Ich will jetzt auch gar nicht weiter mit dem reden. Er hat sowieso nichts zu sagen. Außer mich zu beleidigen. Nee, also, ja, bin ich jetzt beleidigt. Ausnahmsweise. Lorenzo, hast du es ganz schön gezeigt. Hier ist dein Gewinn. So, dann kämpfen wir noch gegen dich. Ich werde dich in der Arena besiegen. Na gut, wenn du unbedingt willst, abgemacht. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Allzeit bereit. Ich will jetzt mit dir kämpfen. Also gut, triff mich in der Arena. Ja, werde ich mehrfach. Aber merk dir, gekämpft wird erst in der Arena, klar? Und wenn du die Arena während des Kampfes verlässt, hast du verloren. Möge der Bessere gewinnen. Ja, ja. Ich schlag dich tot. Mann, Mann, Mann. Einzige, der hier Wert auf Regeln legt. Aber, ey, Nerven. Aber Regeln sind doch einfach nervig. Na denn, auf geht's. Los, lass es uns austragen. Aua. Ja, ich noob hier gerade total rum. Ja, irgendwie stelle ich mich jetzt bei dem entweder nicht so an wie bei Lorenzo, oder er ist wirklich schlechter als Lorenzo. Aber hey, was interessiert mich? Ich speichere mal kurz und dann loote ich ihn erst. Nichts. Ah ja, okay, das war das. Der hatte so ein Schwertbruchstück und jetzt gibt uns den Lohn nicht. Ja. Im Kampf bin ich offensichtlich besser als du. Hör auf, so dämlich zu grinsen. Du hast mich restlos ausgeplündert, Mistkerl. Ich betrachte das als deinen Gewinn für die Wette. Werd glücklich damit. Oh ja, das werde ich. Ich will spielen. Domingo hat keine Chance gegen mich in der Arena. Ha, das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Abgemacht. Viel Erfolg. So, also dann werde ich jetzt mal gegen Domingo kämpfen und danach eine Aufnahmepause einlegen. Also der Kampf gegen den ist schon ziemlich happig, muss ich sagen.